Es ist sogar an. Also grüße meine Freunde. Mal heuer kein Film vom Stefan aus Österreich, sondern mal ein Gespräch dazwischen. Es ist jetzt quasi, jetzt muss ich so am Datum schauen, aber ich werde es bestimmt mit reinschreiben am 10.09.2019. Bevor er jetzt das Quatschen anfängt, weil so oft ist er noch nicht vor Kamera gewesen. Oder doch? Ich bin immer mehr im Hintergrund, nicht wahr? Ja. Und auch ich arbeite im Hintergrund, ne? Und der Stefan ist ja quasi. In Österreich bist noch keiner. Nein. Na, kommen wir noch dazu. Ist ja quasi jetzt ausgewandert, weil ihr wisst ja, wie es ist bei uns. Malochen bis zum Ende. Dann hat sich die Frau scheiden lassen und in Österreich hat er das Haus vererbt gekriegt. Und der erste Film ist ja gar nicht drauf. Da habe ich für ihn persönlich jetzt quasi einen Film machen sollen, wie es jetzt ausschaut in seinem Haus. Wie aufgrund dessen, dass er es verkaufen kann, weil ohne Moos ist ja nichts los, auch bei uns in Deutschland nicht, aber ist irgendwie anders gekommen, Stefan. Ja. Nachdem dann deine Firma dann gesagt hat, wir machen jetzt Bankrott. Ja. Und deine Frau gesagt hat, dein Konto ist auch bankrott. Ja, alles ist bei euch runtergegangen. Hast du gesagt, leck mich am Arsch. Das hat er jetzt nicht gesagt. Nein. Das muss er schon wieder rausschneiden. Und dann ist er nach Ja, und dann ist er nach Österreich ausgewandert. Das Wetter hat ihn ja ganz wunderbar empfangen. Wir haben ja das auch auf Film schon gezeigt mit 21 Grad minus. Ja, da war es etwas kalt, ja. Mit du die Kniescheibe immer noch weh, was dich hinbrettert hat. Ja. Die hat lang weh getan. Die hat wirklich lang weh getan. Aber das haben wir nicht auf Film. Leider. Was heißt ja leider? Ich glaube, man ist hin. Aber egal. Ja, mal so die Fragen. Wie war es denn jetzt unten, wie du angekommen bist, wegen Behördenkram und so weiter? Wie wird man jetzt quasi Österreicher? Wir werden mal Ausländer im Ausland, müsstest du eher sagen. Also ich bin nicht Österreicher, sondern ich bin Deutscher im österreichischen Ausland. Also ich bin, ich bin Ausländer. Also das, was wir hier haben als Ausländer, bin ich jetzt in Österreich. Und ich werde auch als Ausländer behandelt. Also ich bin ja Beefcake und... Ah, das heißt dann Beefcake. Beefcake, ja. Das, so sagen die Österreicher, das ist das Schimpfwort für Deutsche, Beefcake. Aha. Und wandern da wohl mehr aus? Ja. Verstehen wir es gar nicht. Wie ich jetzt ausgewandert bin, sind nach Mellersdorf noch eine Familie mit Kindern ausgewandert. Also ich war nicht der einzige Deutsche dann. Okay. Sondern die sind auch zum selben Zeitpunkt ausgewandert wie ich. Okay. Und es wandern sehr viele Deutsche nach Österreich aus. Einmal, weil die Renten besser sind und weil der Verdienst besser ist und geregelter ist als in Deutschland. Und wie gesagt, der Herbert war erst unten, hat sich das Haus angeschaut und dann haben wir ja das Sanieren angefangen. Also neuer Wasserboiler, neue Kloschüssel, zumindest so weit, dass man da ein bisschen drin übernachten kann. Vor allem neue Holzöfen haben wir gleich installiert. Das ist das erste Mal bei dir, dass wir sind in die Apotheke gefahren, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ja, genau, ja. Weil in dem Haus waren so viele Milben und so weiter, dass der Herbert Asthma gekriegt hat. Ne? Ist aber wieder weg. Ja, war bloß, dann habe ich gesagt, Herbert, du hast Asthma, du röchelst und so weiter, du brauchst Medikamente, deine Bronchien sind zu, du kriegst keine Luft mehr. Ne? Dann ging es ja so dreckert dann. Vor allem in dem Bett, was er schlafen musste mit der Matratze. Also ich war nicht alleine, willst du sagen? Du warst nicht alleine beim Schlafen, genau. Ja. Du hast nicht alleine geschlafen. Ja, wie ist es abgelaufen? Also, wie ich dann da unten gewesen bin, ich habe alles von Deutschland aus gemanagt. Habe praktisch die Möbel über darf ich das sagen, Möbelhaus? Oder ist das schon Nein, Möbelhaus, ja, wenn wir nicht da, wir haben ja einiges runtergefahren, ja. Mit Ingo seinen Hänger, können wir ja sagen. Ja. Aber den Film habt ihr ja eh schon gesehen, der ist ja schon draußen. Also quasi, wenn ihr das seht, ist der schon draußen, aber ja. Genau. Und da habe ich ja praktisch von Deutschland aus alles gemanagt, T-Shirt bestellt, Möbel bestellt. Und wie ich dann mit Herbert die großen Sachen runtergefahren habe, war ja schon der größte Hausstand, sage ich jetzt mal, unten von mir. Und dann habe ich ja bloß noch einen kleinen Teil da gehabt, den habe ich dann mit meinem Opel Corsa runtergefahren. Da bin ich viermal gefahren mit dem Opel Corsa hin und zurück. Aber man kann auch mit dem Opel Corsa einen Umzug fahren, ne? Also auch nach Österreich, ne? Also da passt was rein, Opel Corsa. Ja, und was war jetzt mit den Behörden dann, wie du angekommen bist? Ja, ich habe mich dann, erst war ja mein Nebenwohnsitz in Österreich, war ja als ein Nebenwohnsitz gemeldet, da habe ich ja in Deutschland noch meinen Hauptwohnsitz gehabt. Weil wie war das jetzt, du darfst jetzt,
Du kriegst einen Nebenwohnsitz, wenn du Arbeit hast. Du kriegst aber erste Arbeit, wenn du einen Nebenwohnsitz hast. So war doch das. Nein, nein. Es ist nur von der Meldung her. Aber ich habe dann meinen Nebenwohnsitz in Deutschland gekündigt. Das heißt, ich habe keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Mhm. Na? Ja, aber und du musst doch unten erst dann eine Wohnung verweisen. Da komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall habe ich mich dann unten fest bei der Gemeinde angemeldet, Meddersdorf, als festen Wohnsitz. Hab dann mir eine Arbeit gesucht, hab ungefähr nach einem Monat auch eine Arbeit gefunden als Fliesenleger. Wir wollten eigentlich Meddersdorf nicht erwähnen. Warum? Ja, wir wissen sehr gleich, wo du bist. Ja, ich wohne nicht direkt in Meddersdorf. Wäre schön. Meddersdorf, Bereich Meddersdorf, ja. Meddersdorf ist groß. Da ja. gehört Zehnsdorf dazu, da gehört Jagerberg dazu. Das sagt mir ja alles nichts. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann bei der Firma Lorenza in... Braucht man jetzt auch nicht erwähnen. Warum? Was hast du denn da gemacht? Das war Fliesenleger? Das war Fliesenleger. Fliesenleger. Einigen wir uns auf Fliesenleger, weil du bist der Fliesenleger unten. Ich bin seit Fliesenleger seit 96 und seit 2009, 2010 habe ich dann noch Maurer dazu geklemmt. Ich habe zwei Gesellenbriefe. Also, wenn ich jetzt noch einen dritten Gesellenbrief mache, bin ich Baumeister. Mhm. Von Deutschlandseite her, aber nicht von der österreichischen Seite her. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich habe mich jetzt bei der Gemeinde gemeldet, ich habe meinen Hauptwohnsitz. Und diesen Hauptwohnsitz reicht eigentlich für die Behörden aus. Jetzt hat mich aber der Firma, wo ich als Fliesenleger gearbeitet habe, nach 5 Monaten wieder ausgestellt, weil nämlich der Hafner wieder zurückgekommen ist und ich leider keine Kachelöfen bauen kann. Das habe ich leider nicht gelernt. Dann war ich beim AMS, beim Arbeitsamt, und die haben gesagt, ja, sie brauchen aus Feldbach von der Ausländerbehörde eine Meldebescheinigung. Das heißt, das AMS hat mich nach Feldbach geschickt zur Kommandantur und ich sollte mich dort bei der Ausländerbehörde melden. Und bei der Ausländerbehörde musst du als Ausländer, als Biefke, nicht nur einen Arbeitsplatz vorweisen, sondern du musst auch einen Verdienstnachweis erbringen, einen Kontonachweis bringen, dass du Geld hast zum Leben und einen Mietvertrag, wo du wohnst. Ist es eigentlich so einfach, ein Kontoding aufzumachen? Das ist leicht, ja. Also. Aber da ich ja schon über 5 Monate in Österreich zu diesem Zeitpunkt gewesen bin, wäre eigentlich jetzt eine Strafgebühr fällig gewesen. Was? Bei der Ausländerbehörde in Höhe von 500 Euro. Was? Ja, weil ich das nicht gemacht habe. Ach so. Weil ich mich länger wie 3 Monate in Österreich aufgehalten habe, ohne mich bei der Ausländerbehörde zu melden. Ach so, das haben wir dir bei der Gemeinde nicht gesagt. Ja, ja. Ne? Allerdings war die Frau so freundlich in Feldbach bei der Gemeinde bzw. bei der Kommandantur und hat darauf verzichtet, weil ich ja in der Zeit schon gearbeitet habe und bin hier den österreichischen Staat nicht zur Last gefallen. Mhm. Wie die meisten anderen Ausländer, die wo erst kassieren und dann irgendwann mal das Arbeiten anfangen, wenn es lustig sind. Ich habe ja gleich das Arbeiten angefangen, mich um Arbeitsplatz gekümmert und dann hat die zweite... Dann erst beim Ausländer. Genau, ich habe das genau umgekehrt gemacht. Mhm. Also, dann habe ich eine gelbe Bescheinigung gekriegt vom Ausländeramt. Da würde ich den Herbert noch ein Foto schicken, weil es ist ganz bemerkend unten dieser Satz, was drin steht. Ja, wenn ich dem österreichischen Staat nicht mehr zu Diensten sein kann und sozusagen dem österreichischen Staat auf der Tasche liege oder nicht mehr von Nutzen bin, kann ich wieder nach Deutschland abgeschoben werden. Aha. Das steht unten bei diesem gelben Zettel. Okay. Da schicke ich dir mal ein Foto, das kannst du damit reinhalten. Na, das ist sensationell. Das steht bei uns der Ausländer nicht drauf, wenn die irgendwas kriegen. Dass wenn sie nicht mehr von Nutzen sind und den deutschen Staat auf der Tasche liegen, dann abgeschoben werden. Du darfst das sagen als Österreicher. Ja, bei den Österreichern steht es gleich dort. Ja, okay, dann habe ich das Arbeiten dann wieder aufgehört bei der Firma Lorenz. Da war ich kurz in bei einer Maurerfirma. Maurerfirma, ja, in Murek. Ne? In Murek. Da habe ich dann als Maurer gearbeitet, ein paar Tage. Und das hat mir dann total angezipft, weil. Angezipft verstehen sie nicht. Angezipft verstehen sie nicht. Na doch, die österreichischen Zuschauer schon. Ja, was soll ich sagen? Verärgert, jetzt haben wir es.
Ja, die Arbeit war halt zu schwer. Ach so. Weil ich habe den ganzen Tag nur geschleppt. Ich habe den ganzen Tag nur Steine geschleppt, Mörtel geschleppt, Steine geschleppt. Da gab es keinen Kran, da muss das Material transportiert wird oder Arbeitserleichterungen, da hast du den ganzen Tag bloß geschleppt. Und da habe ich gedacht, für 2.400 Euro Kollektivvertrag, brutto. Ne, tue ich mir das nicht an und habe dann als Maurer auch nicht angefangen. Dann habe ich kurz für die Firma Breglau in Mellersdorf gearbeitet. Das soll doch die Firmennamen nicht immer sagen. Okay, also du musst dann halt rausschneiden. Die schneidet da nichts raus, die kennen mich schon. Für die Fliesenlegerfirma gearbeitet, aber das ging dann auch nach 14 Tagen, weil er seine Baustellen, er hat mich halt eingestellt aus Gnadenbrot, so ungefähr kam mir das vor, und hat mich dann nach 14 Tagen wieder ausgestellt, weil er keine Arbeit mehr gehabt hat. So, eigentlich war das dann ein Glücksfall für mich, weil 2 Wochen später habe ich dann bei einer großen Baumarktkette Arbeit gefunden. Aber da warst du schon down in der Zeit. Wie? Da war ich feierlich down, weil es ist ja kein Geld reingekommen. Das ist nur immer... Ja, immer, es fließt immer nur in die eine Richtung. Erst in 5 Monaten ist Geld reingekommen und dann ist es immer vom Arbeitsamt bezahlt worden, aber das Geld hat auch auf sich warten lassen und es ist halt nur tröpfelsweise reingekommen. Ich habe zwar einiges am Haus dann gemacht, Kellerfenster und so weiter, erneuert. Siehe dein Video, wenn der Herbert unten ist, kann er das zeigen. Aber es ist halt... Finanziell ist es halt dahin geblätschert, nicht wahr? Ich habe dann halt mehr so dahin gelebt. Ja, und seit 1.10. letztes Jahr habe ich einen festen Arbeitsplatz bei der großen Baumarktkette. Selber weiter. Und fühle mich dort ganz wohl. Ich arbeite dort in der Fliesenabteilung und stehe mit Rat und Tat jeden Tag meinen Kunden Verfügung. Wir wollen ja keine Namen nennen. Nicht wahr? Und steht dann praktisch mit Rat und Tat in Seiersberg jeden zur Verfügung, der mich fragen will. In fachlicher Hinsicht. Wir wollen doch keine Namen nennen. Warum? Habe ich doch nicht. Habe ich doch jetzt gar nicht. Haben wir nicht. Gut. Haben wir nicht, nein. Also gut. Ich habe bloß gesagt, dass ich den Kunden mit Rat und Tat jeden Tag zur Seite stehe. Musst ja. Als Fliesenfachverkäufer oder Fachberater. Und ich habe auch so sehr gute Kriterien im Internet. Also. Echt jetzt? Ja! Okay. Brauchst du bloß Bauer Seiersberg, das ist ein ganz eigentlich. Schau ich jeden Tag hin. Ja. Also, ja, eingelebt habe ich mich eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich noch ziemlich verwundert hat, war das Auto zulassen. Da mein Opel Corsa ja etwas älteres Baujahr ist, 96. Ist es praktisch fast ein Jahr gedauert, bis ich das dann ummelden habe können, weil ich habe dann ja extra nach Graz fahren müssen, um das Auto bei Einzelzulassung zuzulassen zu müssen. Da ist er natürlich als erstes nicht durchgekommen, weil er zu viel Mängel gehabt hat, obwohl er seinen deutschen TÜV noch 2 Jahre hat. Stimmt, der hat einen neuen TÜV gekriegt bei uns. Genau, der hat einen neuen TÜV in Deutschland gekriegt, aber in Österreich ist er nicht durch den TÜV gekommen. Ja. Ne? Und dann habe ich das Auto noch reparieren lassen müssen, dass er auch den österreichischen TÜV schafft. Nicht wahr? Und das hat eigentlich war das nicht einmal so teuer. Aber dann bei der Kfz-Zulassung mit den Schildern sozusagen. Ja, die Schilder kannst du ja raussuchen. Ne? Ja, das wissen wir ja nicht. Das habe ich ja auch nicht gewusst. Ich war ja dabei. Ja, die hat dann bloß den Schrank aufgemacht und hat dann die obersten Schilder genommen und hat gesagt, es geht nach der Reihe. Das ist aber nicht von der Zulassungsstelle? Das war eine Zulassungsstelle, ja? Da haben wir die Schilder genommen. Aber das war die Versicherungsstelle. Ja, Versicherungsstelle, schrägstrich Zulassungsstelle. Also, wie gesagt, das ist die Versicherung, wo er bei eurem Versicherungsvertreter abschließt und gleichzeitig die Zulassungsstelle. Also, die machen beides. Genau. Die hat dann hinten so einen Stapel Schilder drin gehabt und die nimmt es dann von oben runter und da ist nichts mit, ich wünsche dir was. Ja. Kostet, wie viel kostet das, hast du gesagt? Die Mundschilder musst du beantragen, 250 Euro. Also 250 Euro und ist nur wie lang gültig? Ein Jahr war doch das, oder? Na, das ist dann für immer gültig. Ach, ich hab mal, dann musst du jährlich zahlen. Na, das ist für einmalig. Aber meine Schilder, obwohl das keine Mundschilder gewesen sind, bei uns zahlst du 80 Euro. Mhm. Ne? Weil, ja, Schilder bei uns kosten dann 10er und das Zulassen vielleicht ein 50er oder was, ne? Nee, Schilder sind ja schon teurer. Egal. Ja.
Aber du kommst nicht über 100. Du kommst in Deutschland nicht über 100 Euro bei der Zulassungsstelle. 80, 90. Ja. Ja, ich habe ja 283 bezahlt. Nein, da kommst du nicht. Na? Also ich habe für meine Zulassung in Österreich 283 Euro bezahlt. Und dann sind wir mit den neuen österreichischen Schilder friedlich zum Auto gewandert und wollten sie montieren. Und was dann passiert, weißt du das noch? Ja, dann haben wir klar einen Anschiss gekriegt, warum wir Ausländer da parken. Nein, das meine ich nicht. Die österreichischen Schilder haben nicht auf die deutschen Schilderklemmen gepasst. Also auf diese Halter, ja, die wo sind so diese Schilder... Weil die österreichischen Schilder nämlich um einen halben Zentimeter größer sind als die deutschen. Also habe ich nochmal zurück müssen und habe Plastikdinger holen müssen, die passen, dass man die österreichischen Schilder überhaupt ja, aufs Auto hinbekommt. Ja, aber da habe ich einen Anschiss gekriegt, dass wir Deutschen da geparkt haben, obwohl wir da nicht parken dürfen. Und wann habe ich mich doch mit dem unterhalten? Genau. Sehr lange sogar. Ja, dabei hast du schon wieder alles montiert. Ja. Weil der dann gesagt hat, weil ich gesagt habe, er ist ausgewandert, er macht jetzt einen auf Österreicher. Dann hat er gesagt, ja, die Merkel ist echt super, ne? Aber bei uns, da kannst du dann gleich hinten gehen im Waffenladen, wenn du in Österreich bist, und deckst dich gleich einmal ein. Und was hat dann der Stefan gemacht? Nach dem Motiv von die Nummernschilder. Ja, bin im Waffenladen gegangen, ne? Und drei Monate später habe ich dann mein erstes Schrotflinten. Schrotflinten ist eine D-Waffe in Österreich und da brauchst du ja keinen Waffenschein. Genau, da brauchst du nicht einmal einen Waffenschein. Genau. Und dann sagt er doch tatsächlich dann, für was brauchen sie die Schrotflinte? Brauchen sie die jetzt für die Jagd oder brauchen sie die jetzt für unsere Neuankömmlinge, um das Haus zu verteidigen, weil dann kürzen wir das dann gleich runter, dass es besser durch die Türflur durchkommen. Und dann muss man dann, hat er gleich erklärt, gleich laden lassen und dahin hängen und dort machen und nach dem ersten Schuss kommt sowieso der Nachbar. Also du musst es im Schrank aufbewahren, abgesperrt. Ja, wir haben es im Schrank aufgewahrt. Ja. Großer Schrank. Und natürlich hat er es gleich kürzen lassen. Ja, 250 Euro hat es insgesamt gekostet. Billiger wie das Auto. Ja. Ja, so geht's da unten. Aber du brauchst einen festen Wohnsitz? Du brauchst einen festen Wohnsitz als Deutscher. Du brauchst eine Arbeitsstelle. Ja. Mit Arbeitsvertrag musst du nachlegen. Ja, Kontonummer. Und was haben sie noch überprüft? Ha? Ob du Geld hast? Nein, polizeilich haben sie auch noch was nachgeschaut. Polizeilich? Weil er gesagt hat, nach Wien muss er was schicken. Ja, ob ich halt europamäßig nicht gesucht war. Ob ich genau. mich rechtmäßig in Österreich aufhalten darf. Ja, nicht, dass jetzt nur keine, und ob es keine Straftaten noch begangen genau. ist. Das war das noch. Genau. Und dann hat er es dann, ja. einen Anruf, er kann es abholen. Und für den Arbeitgeber brauchst du praktisch nur was für Führungszeugnis. Das kriegst du bei der Gemeinde. Aha. Das kostet 18 Euro. Das musst du dann beim Arbeitgeber. Wenn du im Verkauf arbeitest, musst du noch ein Führungszeugnis. Ach so? Ja. Okay. Das kriegst du bei der Gemeinde, das ist österreichisches Führungszeugnis. Aber ich habe ja keinen Eintrag. Nein. Ich bin ja eintragslos. Ja. Ja, dann hätten wir das jetzt auch gegessen. Und wie wir da in dem guten Geschäft drin waren, ist auch. Na, wir erzählen das jetzt nicht weiter. Höchstens ihr stellt Fragen, dann kann ich das bei euch dann noch einmal beantworten. Ja. Ja, im Haus ist eigentlich viel passiert dieses Jahr. Ich habe auf Pelletsöfen im Jänner umgestellt. Ja, genau. Die Frage ist jetzt, warum du vor diesem wunderbaren Holzofen auf Pellets umgestiegen bist, weil im Wald hast du ja nebendran. Ja, warum bin ich umgestiegen? Aus zwei einfachen Gründen. Erstens, die Holzöfen, was wir gehabt haben, haben nicht die Leistung erbracht, um das Haus irgendwie warm zu machen. Hat aber nicht jeden Tag 21 Grad minus. Ja. Und das zweite ist gewesen, es sind keine Dauerbrandöfen gewesen und da hat sich der Kaminkeller ziemlich angezipft gefühlt. Wie ich gesagt habe, das Ding läuft 24 Stunden durch. Geärgert hat er sich. Ich muss ein wenig übersetzen. Geärgert, ja. Ja, bei euch heißt der auch Küche und Kugel, ne? Bei uns heißt der Kugel. Ja. Bei euch heißt es Küche. Ihr sagt Trebbing, wir sagen Stiegen. Ja, und wir sagen Kaminkehrer und ihr sagt Drauffangen. Drauffangkehrer, ja. Genau. Wir sagen Schubkern, ihr sagt Robert. Ja. Ja, ich weiß schon. Ihr sagt Sprechzimmer beim Arzt, wir sagen Ordination. Aha, wir sagen Pickel, ihr sagt Krampen. Ja. Lassen wir jetzt das, gut. Ist steirisch für Anfänger? Ja. Steirisch für Anfänger? War das eigentlich schwer vom Dialekt? Mit der Zeit kommst eigentlich schon dahinter. Aber es gibt dann Leute wie aus Deutschlandsberg und Leibniz da hinten, die Ecke, ne?
wo es dann richtig das steilische Böllen haben, ne? Und dort muss dann schon echt hinhören. Da heißt dann Ölfe. Mhm. Ölfe, ne? Das Öl ist dann sehr weit verbreitet in der Sprache und das kommt dann so rüber, als wenn der dauernd nicht auch Böllen täte. Mhm. Ne? Und ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, ne? Die hat es super gesprochen, den Dialekt, ne? Die kam ja aus der Gegend. Ne? Und ja, die habe ich so witzig gefunden und so weiter. Leider ist die schon wieder entlassen worden, weil sie eine andere Arbeitsstelle gefunden hat, ne? Aber die war echt goldig. Ja. Pelletsofen. Pelletsofen. Ja, die Pelletsofen sind Dauerbrandöfen, können also 24 Stunden betrieben werden, sind im Verbrauch sparsamer als jetzt die Holzöfen, weil die Holzöfen kannst du entweder mit Holz schüren, was einen sehr geringen Brennwert hat, oder mit Holzbriketts. Holzbriketts sind aber sehr teuer und die machen so einen leichten, überall, wenn es rausraucht, überall einen schwarzen Schmierfilm. Das heißt, wenn ich mal mein Wohnzimmer betrieben habe, dann habe ich am Tag überall so einen schwarzen Schmierfilm gehabt. Am Computer, überall. Echt jetzt? Ja, überall. Da war überall. Okay. Der schwarze Schmierfilm. Von der Kohlebrikette her. Okay. Ne? Und da bist du einfach mit dem Putzen überall, was du angelangt hast, Bedienung und so weiter, hast du überall kohlschwarze Hände gehabt. Und darum hat mich das total angezipft und darum habe ich in Jänner den Schluss gefasst, Geld aufzunehmen, so 3000 Euro in die Hand zu nehmen. Und hab dann den Erdgeschoss im ersten Stock dann auf Pelletsofen umgerüstet. Hast du jetzt oben auch schon? Oben habe ich auch, ja. Also wenn schon, dann schon, habe ich gesagt, wenn ich schon einen Dreck mache im Haus und Stämme anfangen, ne? Und dann mache ich es dann gleich stockwerkweise. Neue Haustür gibt's auch. Habe ich die schon drauf? Müsstest du eigentlich schon drauf haben. Die Durchgangstür ist auch neu. Ja. Ne? Was er noch nicht drauf hat, ist vom Fremdenzimmer oben. Das Fenster ist neu reingekommen. Und der Gang ist saniert und ja, im Fremdenzimmer oben, da findest du bloß noch den Verrotheizungen, die wo ich noch reinbauen will. Ja, mein Schlafzimmer ist komplett rausgestrichen, frisch. Und dann habe ich ja oben bei den Pelletsofen einen Trick gemacht mit den zwei Wanddurchführungen, weil der hat ja Gebläse oben, der bläst dann nach oben raus, dieser Pelletsofen, und dann leite ich einfach die warme Luft in jeweils in den Raum, wo ich sie brauche. Mit einfachem Rohr, da habe ich einen Schlitz reingeflext, kann der Herbert zeigen, und dann kann ich jeden Raum, brauche ich nicht den Gang heizen, sondern kann direkt in den Raum reinheizen. Auch nicht schlecht. Na, im Raum habe ich dann Gitter hingemacht, wo dann die warme Luft rausströmt, kann die Türe zumachen, ich höre den Ofen nicht mehr und ich habe es trotzdem warm. Ja, und du lebst jetzt quasi am Hintern der Welt. Ja, ich habe es sehr ruhig, ja. Mir laufen die Rehe früh vorbei beim Frühstück. Und heute früh hast du dich beschwert, weil bei mir bei der Ferienwohnung war es zu laut. Ja, genau, ja. Also wie gesagt, die Ferienwohnung kennt ihr ja, die ist ja eh schon am Hund und die waren dann schon zu laut. Genau, die Straße unten, wo die Autos fahren, das war mir schon wieder zu laut. Das sind dann wahrscheinlich zwei Autos vorbeigefahren. Ja, da bin ich schon wieder wach. Da war ich wieder, die Auto vorbeigefahren ist nachts um eins, da war ich schon wieder im Bett gestanden. Das bin ich einfach nicht gewöhnt, diesen Verkehrslärm. Nein, ich wohne in Österreich wirklich. Das Ende, das letzte Haus vom Waldrand, verstehst? Und das Einzige, was am Sonntag mal um 11 Uhr vorbeifährt, ist mit einem Traktor oder was. Das ist aber höchst der Gefühle. Du hast ja gesagt, du sperrst da dein Haus auch gar nicht ab. Ja, was heißt absperren? Die Haustür ist freilich abgesperrt. Und aber dafür hast du ja die Garage unten im Keller offen. Ja, genau. Das Garagentor ist offen. Man kann also reingehen, man kann seine Wäsche waschen, man kann mit einem Hochdruckarbeiter arbeiten. Ne? Ach, die können trotzdem was bei dir sauber machen. Ja, die können bei mir arbeiten. Na, die können bei mir Bier trinken, Biergetränke sind ja da, ne? Ja, ja. Ne? Aber da geht keiner rein, weil erstens ist der Nachbar da und die Zwischentür ist zugesperrt. Also aber die ja auch Hochverschlusssicherungsbolzen drin hat, wie die Haustür. Nö, eigentlich jetzt nicht. Aber ich habe ja noch die Durchgangstür, die kann ich ja noch absperren, ne? Stimmt, ist ja Nebeneingangstür. Nebeneingangstür. Die hast du natürlich auch abgesperrt. Nee, die ist meistens drauf. Könnt ihr kaputt werden miteinander. Ja. Außerdem ja. Bei dir ist ja eigentlich genau. Nichts zum Holen, hätte ich gesagt. Weil weißt du, diese Reparaturkosten werden eingebrochen bei diesen Erhöhen. Also wenn er beim Stefan einbrechen wollt, erst die Türklinke nach unten drücken, nicht, dass er zu viel kaputt macht, weil drin ist eh nichts. Ja, bitte nicht kaputt machen, ihr könnt alles nehmen. Aber nicht das kaputt machen, was eingebaut ist. Ja? Weil meistens sind ja die Einbruchschäden. Ja, sind ja höher. Sind ja höher als das, was geklaut wird. Ja, weil klauen tun sie ja bei dir nichts.
Ja, mein Laptop, da ist der Akku kaputt und alles andere ist wirklich weggesperrt, so dass das da keiner rankommt. Das ist dann ja im Safe. Und den Safe, den bringst du nicht weg. Dann müsstest du den. Erstens, wir gehen ja hier nicht in diese Details. Ja, wie schaut es denn jetzt aus? Was steht jetzt dann? Ich fahre jetzt auch heuer nicht runter. Deswegen ist er jetzt auch mit, machen wir jetzt auch das Gespräch mit. Nächstes Jahr steht jetzt eine kleine Sanierung an. Ja, und zwar durch die Bellesöfen, weil der Rauchfangkehrer da, sprich auf Deutsch der Kaminkehrer, und der hat dann auch die Kamine überprüft, ob die noch dicht sind, und leider sind sie nach außen zwar dicht, habe ich sie gut saniert, also dicht gemacht, weil ich auch gestrichen habe und gespachtelt habe, aber die sind in sich undicht, und dadurch in sich undicht sind, müssen wir sie leider sanieren. Ja. Und dadurch, dass wir die sanieren müssen, kommen da einige Kosten auf uns zu. Erhebliche Kosten. Ja, kannst du sagen knappe 5.000 Euro. 5.000 Euro, ja. Ja. Und das haben wir jetzt gerade besprochen. Dann bin ich auch nach Deutschland gefahren, um das mit dem Herbert zu besprechen, ob er mir da helfen tut. Ja, hast du natürlich auch daheim noch vorbeigeschaut, weil, wie gesagt, bloß wie hier Team. Ja, bei meiner Mutter, bei meinen Verwandten, kommst nicht bei meiner Schwester. Genau, musst du ja machen, wenn du nach Deutschland fährst. Das sind ja immer nur 400 Kilometer, ne? Nein, 690. Entschuldigung, jetzt sind es halt 600. Wie viel? 690. 690, ja, das sind es halt ein bisschen mehr, ist ja egal. Ja, aber mein Auto hat 23 Liter gebraucht, zur Information. Ja, das schafft der Herbert mit seiner Kiste nicht. Nicht wirklich, und der Sprit ist ja bei euch ja günstiger. Mhm. Bei uns kostet Zeit der Normalbenzin 1,16,4. Ja. Und der Diesel 1 Euro und glaube ich 1 Cent oder was. Super. Ich glaube, ich danke in Österreich. Ja. Dann bin ich das erste, wo ich hier in die Tankstelle reingegangen bin, habe gesagt, ihr habt da wohl den Arsch auf 1,349 für einen Liter Benzin zu verlangen, Normalbenzin wohlgemerkt. Ja, dafür verlangt ihr das Bickerl noch. Ja, okay, das Jahresbegriff kostet mir auch noch. Und auf der Tankstelle, auf der Autobahn ist der Sprit genauso teuer wie bei uns. Ja, genau. Aber du musst ja auch von der Autobahn runterfahren. Wir tanken auf der Autobahn. Auf der Autobahn tanken nur die Vollassis und Voll Ausländer halt, ne? Die Porsche-Fahrer und Mercedes-Fahrer, die sich das leisten können. Ja, und wir Opel Corsa-Fahrer können uns das nicht leisten, dass wir auf der Autobahn tanken. Und wenn wir tanken müssen, dann aber auch nur, weil wir bloß noch einen halben Liter im Tank haben. Und alle Ausländer, was durchfahren, nämlich wir, die zahlen dann halt. Das ist toll. Ja. Ein guter Tipp hier am Anfang, wenn er durch Seiersberg fährt, da gibt es die Jet-Tankstelle, da ist das Benzin immer günstig und preiswert. Ja, wie schaut es jetzt aus hobbymäßig, was machst du da? Ja, ich habe da mir das Atelier eingerichtet, ich tue weiterhin Bilder malen in Öl und Aquarell. Ja, dann habe ich im Wohnzimmer mein Aquarium stehen, meine Goldfische. Dann habe ich mir aus Regentonne, weil ich habe mir letztes Jahr dieses Schwimmbecken gekauft zum Aufblasen. Und da war ja die Pumpe dabei. Bloß das Becken konnte ich ja nicht aufbauen, weil ja nirgendwo gerade Fläche ist. Das haben wir dieses Jahr erspart. Aber ich wollte trotzdem, weil es so heiß gewesen ist, in etwa Wasser reinspringen. Deswegen hast du das Wasser 40 Grad aufgeheizt, weil du willst ja dich erfrischen. Ja. Ja. So kann man sagen. Ja? Na, ich habe dann mir eine Regentonne genommen, eine rechteckige Regentonne, habe die Filteranlage angeschlossen, habe noch eine Solaranlage angeschlossen für Schwimmbecken bis 80 Kubik, die Regentonne fast 200 Liter und somit wird es mit der Sonnenenergie die Regentonne auf gute 42 Grad aufgeheizt, sodass der Stefan nicht friert. Ein kleines Stuhl reingestellt und schon hocke ich in meiner Badewanne drinnen, nicht wahr? Und ja. Soll ich mal ein Bild zeigen? Nee. Das kommt nächstes Jahr. Das kommt nächstes Jahr. Aber das ist ja für euch. Herbert macht das Bild, wenn er unten ist. Für euch dauert es ja nicht so lang. Ja, was gibt es sonst noch jetzt großartig zum Fragen? Ja, mein Fahnenmast habe ich aufgestellt. Ja, Fahnenmast, typisch. Mein Geburtstagsgeschenk, mein Fahnenmast mit der österreichischen Fahne, Österreich-Ungarn bis 1918. In Gold mit Reichsadler. Ne? Da wo alle sagen, ja, das ist ein Monarchist. Und mein Auto wird, habe ich vorne auch die Motorhaube Gold gemacht und da kommt auch noch der Adler drauf. Aha.
Habe ich schon vorbereitet, den Adel habe ich noch nicht. Wie ein Monarchist? Monarchist, ja. Was ist Monarchie. Das? Monarchie. Ja. In der Monarchie. Und? Weil bis 1918 war ja Österreich Monarchie. Also bist du ja quasi schon rechts. Oder wie? Nein, nein. Nein. Ein Rechtsradikaler ist ja gegen Ausländer. Also dann müsste ja eigentlich gegen mich selber sein. Also, okay, also kannst du ja gar kein Rechter sein. Genau, ich bin aber Monarchist, weil ich der Monarchie hinterher traue. Ach so. Mit Sissi und Franz. Ja. Und das ist Monarchist. Das ist quasi jetzt Kaiserreich. Genau. Jetzt. Da kennst du doch die zweite, wo man den österreichischen Kaiser macht. Ja, da, ne? Ja, das ist Monarchist. Das ist. Ja. Ne? Mit Seifenstein, ne? Ja. Das ist und dann hast du das Bild von der Königsfamilie hergegeben. Welche Königsfamilie? Ja, vom Kaiser. Das, was jetzt bei der Mutter drüben hängt. Ja, da war ich ja noch nicht Monarchist. Boah! Ja! Das hat sich ja so erst entwickelt, wie ich dann praktisch eingebürgert gewesen bin in der Steiermark, hat sich das dann halt so rausgerüstet. Dann kann ich dir das ja irgendwann mal wieder mitbringen. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Flagge hängen, schön in Gold. Ich kann auch die steirische aufziehen, also so ist es nicht, ne? Ich komme die bayerische. Ja, bringst die bayerische mit, ja. Die fränkische, die bayerische ziehe ich nicht auf. Weil ich bin immer noch auch Mittelfranke. Ich bin geborener Mittelfranke und ich werde nie eine bayerische Flagge aufziehen, sondern nur die mittelfränkische Flagge aufziehen. Man soll es nicht fassen. Ja. Eingebildet ist auch noch. Ja, ich bin eingebildet. Ja. Ich bin Mittelfranke. Also wenn du die mittelfränkische Fahne gehst, dann bin aber ich die bayerische. Mittelfranke, wie schaut es aus mit der Rente? Ja, Rente ist so, du musst mindestens 10 Jahre in Österreich arbeiten, dann kriegst du eine Grundrente von 990 Euro. Ah ja. Arbeitest du unter 10 Jahre, kriegst du auch nicht die Grundrente, und dann kriegst du bloß die deutsche Rente obendrauf. Also, das heißt, du kriegst jetzt dann mehr wie die Grundrente, weil du wirst ja mehr wie 10 Jahre arbeiten. 19 Jahre, also kriege ich mehr wie 990 Euro, ja. Dann kriegst du ja quasi schon mehr Rente wie jetzt bei uns, Anna. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit in Deutschland gearbeitet und die jetzt in Deutschland ungefähr so 500 Euro kriegen. Ja, genau. Aber dafür, dass ich schon 25 Jahre gearbeitet habe. Genau. Also ist das in Deutschland totaler Tschüss. Dann müsstest du ja von Deutschland auch noch weniger Rente kriegen. Ja, frei, die kriege ich ja drauf. Ich kriege dann die österreichische Rente, wenn ich 10 Jahre gearbeitet habe, plus die deutsche Rente drauf. Das heißt also, wenn ihr 10 Jahre vor der Rente seid, schmeißt du den Kind nach Österreich, dann kriegt er die doppelte Rente. Ja, genau. Eigentlich schon dann, ne? Eigentlich schon, ja. Und wenn ich jetzt noch bei der Firma bin, wo ich jetzt bin, dann kriege ich noch Betriebsrente oben drauf. Dann kriege ich dann 3 Renten. Auch nicht schlecht. Betriebsrente, österreichische Rente, deutsche Rente. Ja, wir haben ja schon gesprochen wegen deiner Gesundheit. Ich war ja auch ziemlich angeknackst. Was macht denn jetzt dadurch, dass du nicht mehr Fliesen legst und machst dein Knie, dein Kreuz? Also körperlich geht es mir besser. Mein Körper wird nicht mehr so belastet, dadurch, dass ich bloß im Verkauf bin und bloß die Fliesenbagger auflaut und Fliesenkleber. Wird es mir nicht mehr so belastet. Ja, beim Arzt in Österreich ist so, musst halt sehr viel selbst zahlen. Mehr wie in Deutschland, auf Schmerzspritzen und so weiter. Wie war das? Da bist du ja mit ins Krankenhaus gefahren. Und dann ist der erst gekommen. Ja, ich hab eine Erkältung gehabt und aus der Erkältung ist eine Lungenentzündung geworden. Und die Bronchien waren zu und mein Arzt dann hat mich dann mit Blaulicht, dann bin ich zum Arzt runtergefahren in die Ordination. Und da habe ich. Ja, Schön. Sprechzimmer. Ne? Sprechzimmer. Ja, das ne? ist es. Ordination gefahren. Und hab dann gleich einen Krankenwagen gerufen und hab mir 2 Schmerzspritzen gegeben, dass ich wieder Luft kriege. Und bevor ich dann in den Krankenwagen gekommen bin, hat die Krankenschwester dort gleich einmal abkassiert. Dann sagt sie, sie haben 2 Spritzen gekriegt vom Arzt, die möchte ich doch bitte bezahlen, weil ich könnte im Krankenwagen versterben. Jetzt müssen wir mal kurz eine Pause machen. Immer dieser Stress auf Arbeit. Nachbarin ruft an. Es geht weiter. Die Nachbarn. Es ist jetzt nicht getürkt. Stefan, essen kannst du immer so, wie du ausschaust. Nee, aber jetzt nicht. Ich habe keinen Hunger. Echt nicht. Ich will ein Stück Wasser. Ein Stück Wasser. Bitte schön. Jetzt komm, jetzt vor der Kamera willst du ein Stück Wasser und hinten ist den ganzen Kuchen weg. Nein, ich will. Jetzt, du kannst Kuchen essen. Also ich will nur mit Du weißt, ich bin kein Süßer. Gib mir lieber noch einen Lachs, wenn du einen Lachs hast. Nein, ich habe keinen Lachs. Ich wohne hier nicht in Norwegen. Siehst du, das gute Zeug frisst du selber. So. Also kannst du schon weiter erzählen.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Ordination, beim Arzt. Also auf jeden Fall musste ich dann zahlen. Bevor ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, dann mit Blaulichtern nach Leibniz gefahren worden bin und dort weiter behandelt worden bin. Die haben Gott sei Dank kein Geld von mir gewollt. Ja, dann ja, und jetzt rauchst du aber immer noch wie ein Schlot, obwohl du das Rauchen aufhören sollst. Warum? Ich hab's doch schon gekürzt, eine Schachtel in zwei Tagen. Das ist doch eigentlich gut für mich. Das ist doch. Stefan, ich muss doch noch die Runde fahren, dann kürzen wir das nochmal. Das ist das einzige Laster, was ich habe. Das einzige Laster, ich habe wieder eine Frau. Ich habe wieder eine Frau, noch eine Lebensgefährdin. Noch trinke ich Alkohol, außer also, ein bisschen Bier. Also wenn ihr. Mailadresse macht der Herbert dann unten mal vielleicht rein von. Ja, habe ich. Ist eigentlich immer drin. Ne? Mailadresse von mir rein. Da könnt ihr mir dann schreiben und ich antworte euch dann. So. Ich habe auch Internet, bloß kein Festnetztelefon. Stimmt, da war noch was. Ja. Erzähl das mit dem Festnetz. Ja, der Herbert und ich. Das ist eine coole Geschichte. Ja. Der Herbert und ich, wir waren unten. Und ich habe zum Herbert gesagt, du, wir brauchen unbedingt Festnetztelefon, wir brauchen ja Internet. Na? Und Festnetz-Internet ist halt billiger, wie jetzt dauernd übers Handy und so weiter reinzugehen. Und da sind wir dann zur A1 gegangen, zum Laden, und haben zur Verkäuferin gesagt, wir möchten gerne einen Telefonanschluss beantragen. Und haben dann einen Termin ausgemacht. Und dann sind wir nach Deutschland gefahren und ich bin dann praktisch nach 3 Monaten wieder runtergefahren, allein im Opel Corsa, und habe dann auf diesen Handwerker gewartet. Ja, weil. Ja, genau. Ne? Und der Handwerker wollte dann mir die WLAN-Box anschließen, ne? Und Festnetz. So, dann. Ich muss dich unterbrechen. Der Nachbar hat gesagt, da ist ein Leerrohr drin. Genau. Ne? Und das ist überhaupt kein Problem. Also wenn wir jetzt mal so schnell betrachten, hier ist das Haus. Und ungefähr 500 Meter weiter ist die ja, Box zum Anschließen. Nein, 500 Meter nicht. Das sind keine 30 Meter sind es auf jeden Fall. Von, ja. Von der Hausecke bis zum Kopf. Zwischen 50 und 100 Meter. Ja. Und da ist ein Leerrohr drin und der braucht es bloß durchfädeln. So, weiter. Genau. Ja, und dann kam der Handwerker und hat bloß diese kleine Box in der Hand gehabt, mit ein paar Kabel und so weiter. Und dann habe ich gesagt, na, sie brauchen aber schon ein größeres Kabel, weil das muss ja da vom Haus zum Verteilerbox dorthin. Dann sagt er, nee, das ist nicht mein Bier. Ist in den Keller gegangen, hat geschaut, nee, hat keinen Anschluss gefunden, ist dann zu dieser Verteilerbox gelaufen, hat die aufgeschraubt, ne? Da ging aber auch kein Leerrohr weg. Und dann hat er gesagt, nee, da kann ich nichts machen. Und ich müsste praktisch den ganzen Garten aufgraben und von dieser Verteilerstation das Kabel ins Haus reinlegen. Das ist dann praktisch mein Bier. Und er geht praktisch dann kommen und das Ganze dann anschließen. Und was kostet der Erdkabel der Meter? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wäre es teuer gewesen. Ungefähr um die 400 Euro rum. Für die Länge. Teuer? Ja, 400 Euro. Gesamt dann, ja. Ja, gesamt, ja, 400 ja. Euro. Und es war uns dann zu teuer. Und dann bin ich dann auch noch an demselben Tag, weil ich natürlich stinksauer gewesen bin. Ich bin 600 Kilometer gefahren, bloß das mit dieser Scheißhandwerker sagt, er kann das nicht anschließen, weil da kein Kabel da ist. Ja, nein, es kommt ja dazu, dass du auch noch extra ein österreichisches Telefon kaufst. Ja, genau. Das hast du ja noch kaufen müssen, ja, genau. Mich am Verständigen. Genau. Weil der österreichische Handwerker keine deutsches Handy anruft, sondern ich habe dann ein Prepaid-Handy für 70 Euro mir kaufen müssen, dass ich eine österreichische Telefonnummer habe. Meine erste österreichische Telefonnummer, weil der Handwerker nur auf österreichischen Telefon anruft. Das haben wir ja auch wieder gemerkt, wie ich den einen Sanierungsding anrufen wollte. Ja, genau. Der hing die nicht einmal ab. Nein. Kannst vergessen. Wenn deutsche Anrufe in Österreich, dann gehen die meistens nicht ran. Ja, genau. Weiter. So, dann bin ich also in diesen Telekom-Laden gefahren und habe versucht, mit dieser Frau, die mir das Ganze dann geregelt hat sozusagen und mir den Handwerker ja von A1 empfohlen hat, beziehungsweise den Termin ausgemacht hat, aber die ist schon angerufen worden. Die ist schon zu ihrem Chef zitiert worden und der Chef hat die schon rund gemacht und die war ganz entzückt, wie sie mich gesehen hat und hat gesagt, nein, ich weiß schon, was schief gelaufen ist, ne?
wenn wir eine Funk-WLAN-Box reinmachen, dann haben sie Internet. Da habe ich gesagt, warum nicht gleich so? Warum muss ich erst 600 Kilometer fahren? Also 1200 Kilometer. 1200 Kilometer. Ist ja einfach. Wie viel hat das, was jetzt dann kostet? Hin und her fahren mit Handy? Ja, 700 Euro. Internet Spaß hat mit 700 Euro. Ja, es geht noch weiter, das, ne? Das Kabel für 400 ist echt günstig gewesen. Das Einzige, was der Techniker gemacht hat im Haus, er hat geprüft, wie viel Internetempfang das ich habe. Mm. Und hat mir dann Tipps gegeben, wo ich dann diese Box aufstellen kann. Deswegen hast du es da an der Stelle an die Wand aber hingelegt. Das glaube ich, habe ich noch drauf. Ich habe ja dann, war es ja dann so, dass der Empfang eigentlich trotzdem zu schlecht gewesen ist von dieser kleinen A1-Box. Und darum habe ich ja eine WLAN-Außenantenne jetzt. Stimmt, aber am Anfang hast du es ja in die Küche reingeklebt dann. An ja, die Wand, weil es ja eh so ein Hals. Genau. Es hat funktioniert, ich habe das bloß angeschlossen und an die Wand geklatscht. Mit einem Nagel. Mit einem super österreichischen Nagel, der wurde total klug gesetzt. Er hält. Er muss nicht gerade sein. Er hält, der Nagel. Er ist immer noch leicht anzupfen. Ja. Ja, auf jeden Fall, dann, wie ich dann länger drin gewohnt habe, haben wir dann noch eine WLAN-Antenne gekauft für 25 Euro. Hab noch eine Wanddurchbruch gemacht, hab die Antenne außen dran geschraubt und jetzt hab ich mindestens 5G Empfang. Nee, mindestens. Geht ja nicht mehr. Ja, geht nicht mehr. 5G ist es. Auf jeden Fall habe ich jetzt vollen Ausschlag und kann surfen. Besser wie hier in Deutschland. Da kannst du den Herbert Sainz vergessen. Ja, dafür wohne ich ja nicht so am Land wie du. Ja. Also ja. Im Wald kannst du da besser surfen wie bei unserem Land. Genau. Das sind dafür Massen. Das hat nämlich der Herbert gemerkt, wie er nämlich was downgeloadet hat und was auch was vom Computer ins Internet gespielt hat. Dass das wenn bei wir gleich mal so intern über das Kabel sprechen, hast du da auch einen Steckeranschluss? Wie hat Steckeranschluss? Weil ich habe bei meinem Laptop ein WLAN gelöscht. Ich kann bloß noch mit Stecker. Ja, habe ich. Ich kann über Stecker und ich kann über WLAN. Dann bringe ich das nächste Mal meinen Stecker mit. Ja, brauchst also du? Ich habe das Kabel dran. Alarmkabel brauche ich quasi. Alarmkabel? Ja, meinst du es bloß so lang? Nein, ich habe eins mit 10 Meter. Dann brauchst du ein langes LAN-Kabel, ja? Alles gut, dann ist das auch. Und warum hast du dein WLAN geschrottet? Ich habe es nicht geschrottet, ich habe es gelöscht, weil ich erstens das WLAN nicht mag. Weißt ja, Dankbarkeit und Liebe, Wasser. Ja, mit unsere Chakrensteine wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich ja nicht so fürs Telefon, also für Handy und solche Sachen. Deswegen habe ich mein WLAN abgeschafft und mache das über Kabel. Weil wo brauche ich meinen Laptop? Da in der Küche oder da im Wohnzimmer oder oben am Schreibtisch. Und da habe ich überall jetzt Boxen zum Anstecken, also auf jeden Stockwerk mit 10 Meter Kabel und es reicht. Und Nebeneffekt, der Computer geht sogar besser. Er läuft schneller. Er läuft schneller, weil wie gesagt, ich habe teilweise hier dann auch durch die WLAN-Box, sagt man dazu. Ja. Schnellere Verbindung. Hat der ist nicht so guter Empfang. Und nachdem ich im Keller sowieso Aluminium mit eingebaut habe, hast du sowieso keinen Empfang und oben im Büro hast quasi ehemaliges Kinderzimmer, da ist ja null Empfang. Also da geht gar nichts ohne Kabel. Also da hast du nicht einmal einen Balkenausschlag. Ja, und da ist eben das Kabel viel besser und dann habe ich das gleich. Brauche ich nicht. Ja. Ja, wie gesagt, Österreich wurde ist spaßig. Spaßig? Du kriegst einen 13. und 14. Monatslohn. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Einen 14. 14. Ja. Das Monatslohn. Das hängt aber nur mit zusammen, das ist ja das Urlaubsgeld. Das Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld ist ja jeweils noch zusätzlicher Monatslohn, ja. Aber der anders versteuert wird als jetzt in Deutschland. Nämlich gar nicht bei euch, oder wie? Doch, aber nicht mehr so hoch. Ja. Also sagen wir so. Da gehen dann unsere Mautgebühren hin. Mit dem Grundgehalt und Urlaubsgeld habe ich 3,8 netto aufs Konto gekriegt. Ja. Ne? Bauhaus, wenn es gut werden muss, ich weiß schon. Ich möchte nicht wissen, was dann deine Chefs kriegen. Stochen wir nicht in diese. Ich bin immer offen für Trinkgelder. Ja, stochen wir nicht in dieser Yachtenunterwelt. Ja, Yacht hat's ja. Hast gesagt, also lassen wir das. Ja,
nachdem ihr ja keine Fragen gestellt habt, weil wir die Filmserien noch gar nicht reingesetzt haben. Die werden mir bestimmt auch einige Fragen stellen. Ja, das können wir dann. Wahrscheinlich zeigt das Video, wie vorher das Haus ausgeschaut hat, wo wir durchgegangen sind mit mir. Soll ich das, wollte ich gleich fragen, soll ich das Film dann wirklich einstellen, wo du dann mit deiner Mutter jetzt mal das erwähnst? Oh, das nächste Essen, ja. Das nächste Essen ist da! Ich komme gleich wieder, Stefan. Also Stefan, Essen. Pack dein Zeug weg. Nein, das ist nicht für dich, das ist für die Frau. Und ich hab die, ich hoffe, das passt für heute Nachmittag für die Therme. Ja. Marzipanstange mitbracht. Ja. Ist das okay? Das ist okay, ja. Und den Donut, den kriegt die Christine. 1 plus 2. Du hättest eine 3 kaufen müssen. Was? 1 plus 2 sind 3. Hab ich ja, 3 Teile. Achso. Ja. 3 mal Donut. Nein! So, wo waren wir stehen geblieben? Hast du was Neues überlegt? Ja, wir wollten ja das Video, was du gemacht hast, wo ich angewiesen bin. Dass du praktisch das Bild, das Zimmer vorher zeigst oder wie es vorher ausschaut. Ja, das ist ja schon. Das ist und ja dann praktisch überblenden tust, wie es jetzt ausschaut, nee, also wie sie es renoviert haben. Nee, ich mache ja die, aber das habt ihr ja schon gesehen, ich mache die Filme nacheinander nahe. Das erste Film, wie ich alleine drunten gewesen bin. Dann den Film, wie wir runtergefahren sind. Ja. Mit 21 Grad und es wird noch kälter. Ja. Und dann den Film. Wir fahren nach Sibirien. Ja, und dann den Film, was du machen möchtest. Wo du da 20.000 Mal deine Mutter erwähnt hast und ich möchte ein Pferd kaufen. Soll ich das wirklich einstellen? Ja, dann den ganzen Film. Ich habe gedacht, dass da... Nein, alles. Ja, alles, okay. Echt? Soll ich den wirklich einstellen? Ja. Also ihr habt es gehört. Ich hätte so gerne Pferde. Ich hätte so gerne Pferde. Ja, was ist mit einem Pferd, Mann? Ja, weißt du, was das kostet? Ja, das habe ich damals schon gewusst. Entweder ich kaufe mir ein neues Auto demnächst, ne? Oder ich kaufe mir ein Pferd, was ich dann vor das Auto hinspann und dann von innen das Pferd antreibe. Weil seine Nachbarn haben nämlich Pferde. Ja, die Nachbarn, die nächsten Nachbarn halt. Also nicht direkt mein Nachbar, sondern die nächsten. Ja, Nachbarn, aber Pferde. Die haben ja Rassepferde. Die haben Rasse, die züchten selber, ja. Die züchten selber Rassepferde. Also ja. Unter 10.000 kriegst du ja keinen Gaul. Ja, und wenn dann halt der Gaul, der wohl halt schon sehr alt ist. Ja, und er hat ja auch jetzt extra die Villa fertig gebaut, ne? Das ist ja Villa. Ja, ja. Die, ja, wo Geld keine Rolle. Aber die hinten haben hinten auch noch zusätzlich, die anderen haben auch ausgebaut, hin, wo die Pferde haben. Das ist ein und dasselbe. Das ist ein und dasselbe. Ja, ich weiß, aber die haben zusätzlich noch zusätzlich umgebaut, ne? Ja, stockwerkmäßig, wo es die ganze Zeit den Dreck hin und her gefahren haben, wo drunten war. Ja, ja, ich weiß ja. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann können wir nicht dazu. Ja. Sonst die man kein YouTube-Film machen. Sind, oder sind wir die Geister? Ja, die haben so viel Geld, ne? Da können der Herbert und ich schon längst in Rente gehen, so viel Geld haben die. Ja, da wäre die Haussanierung jetzt auch kein so Problem. Nee, da heißen wir ab und bauen. Nein, das sanieren wir nicht nur. Da heißen wir ab und bauen. Nein, wir sanieren dann ab Bodenplatte. Ab Bodenplatte wird saniert. Wird saniert und dann richtig. Ja. Genau. Ja gut, also gut, dann kann ich den Film komplett einstellen mit dem... Und da sieht man ja schon, da warst du aber auch vom Gespräch halt noch down. Und dicker, und dicker. Auch wenn wir runter, Leute, ich habe abgenommen. Auch wenn wir runtergefahren sind, warst du auch ziemlich down. Hast du ja wenig gesprochen. Und da warst du fertig. Ja. Ja. Gut, dann werde ich das auch geben. Dann werde ich den Film vorher einstellen. Bin gut erholt. Hab Urlaub. Ja. Mir wird's schlecht. Ich habe 6 Wochen Urlaub in Österreich. Wenn ich wieso so lang? Hä? Wieso so lang? Weil unser Urlaub um eine Woche verlängert worden ist. Weil es keine Frau hast, hast du jetzt 6 Wochen Urlaub? Nee, allgemein gesetzlich 6 Wochen Urlaub. Ja, das ist echt super. 6 Wochen regulären Urlaub. Aha. Meine Herren, also wie gesagt, geht nach Österreich, kauft euch da ein Haus und zieht nach Österreich aus. Da ist auch das Urlaubsgeld natürlich, ne? Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. 6 Wochen Urlaub im Jahr. Also 13, also 14 Monatsgelder, weil das ist ja bei uns mehr wie bei euch. Ja, aber die Lebensmittelkosten sind teuer. Ja, okay. Das ist ein Einzel. Aber dafür ist der Benzin wieder billiger. Ja. Hier in Deutschland 1,43, in Österreich 1,164. Dann erzählen wir noch einen Schwenk von einem Zahnarzt, weil alles so günstig ist. Ja. Aber lass es drin. Lass es drin.
Wir wollen das jetzt nicht sehen. Ja, normal, ich wollte eigentlich festsitzende Zähne haben und. Jetzt eine Post. Also, Ordination ist es ja so in Österreich, dass es Privatärzte gibt, wie halt in Deutschland auch. Und es gibt Kassenzahnärzte. Und ich war halt bei einer Privatzahnärztin und die hätte dann verlangt für meine festsitzenden Zähne 23.000 Euro. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte eigentlich ein neues Gebiss haben und kein neues Auto. Ne? Weil 23.000 gebe ich vielleicht für Auto aus, aber nicht für Zähne. Und dann bin ich dann zum sehr guten Zahnarzt gekommen in Murek und der hat mir dann zwar ein Gebiss zum Rausnehmen genommen, was super passt und das hat dann nur Zuzahlung 500 Euro gekostet. Kennst du das wirklich Scam mit Gaben? Ja. Also es wird hier nichts gefaked. Ja, Stoffkonto, was hast du denn da bestellt? Folie für den Berg drüber, da zum Abdichten. Nein, ich habe doch gesagt, ich kann sie jetzt, wir sind jetzt unter uns. Ich habe doch für die Tochter, die Birgit ist doch umzogen, die Große. Ja. Und Weihnachten möchte ich ihr jetzt, die hat ein Sofa und das Sofa ist eigentlich ein Gästebett. Ach so. Okay. Das heißt, wenn du dich drauf hockst, ist das eigentlich zu kurz. Das heißt, die braucht vorne eine Box. Ja. Mit vier Rollen unten dran zum Aufklappen, wo es ein Bettzeug reinschmeißen kann. Ah, okay. Und für die Haxen zum Drauflegen. Mhm. Und dann möchte ich hier zwei solche Rollschippe bauen. Und dazu brauche ich den Überziehungsstoff dazu. Aha. Und das soll auch gepolstert werden, um dass du das quasi so als Sofa benutzen kannst. Und eben zwei Stück mit einem Meter Länge, dass du das hinschieben kannst, wie du das brauchst. Natürlich mit feststehbaren Rollen. Du musst da Zeit haben. Habe ich eben nicht. Deswegen liegt ja alles rum. Und die Rückwand möchte ich eben auch noch gestalten und da brauche ich eben den Stoff dazu. Ich bin froh, wenn ich meine Arbeit schaffe, meine Hausarbeit schaffe, meine Wäsche wasche, putzen tue und nebenbei noch meine handwerklichen Arbeiten, die ich mir vorgenommen habe, sozusagen um die Runden zu kommen. Dafür habe ich auch keine 6 Wochen Urlaub. Ja. Nein, ich habe mehr Urlaub. Ich weiß, du arbeitest ja keine 100%. Ne? Als Deutscher müsstest du eigentlich 100% arbeiten. Ich brauche kein Geld, ich habe einen Stefan. Ja. Nee, wie lange habe ich? Ich habe jetzt, glaube ich, ich dürfte zwischen, naja, kommt mir die Überstunden dann drauf zusammen und zwischen 12 und 15 Wochen. Ja. Jetzt habt ihr das auch mal so hier. So, aber die Kamera ist leicht verstellt. Also es hätte für seine Bauarbeiten drüben am Berg und sonstigen Arbeiten überhaupt keine Zeit. Und deswegen darf es auch nichts kosten. Genau. Kostengünstig ist für beide uns gut. Und wenn es nichts kostet, freuen wir uns beide. Ja. Das wird aber nichts, ja nichts mehr. Na, das Edelstahl ist teuer. Ja. Und vor allem ein flexibles Ofenrohr, das ist... Ja, ist ja nur oben flexibel. Ne? Das andere ist ja starr, nur oben, wo der Sprung ist, wird flexibel. Ja, aber du musst ja nicht glauben, dass das Teil deswegen günstig ist, auch wenn es günstig ist. Nein, das ist nicht günstig. Gut, und hoffentlich machen sie das Dach kaputt. Ja, aber du hast es dann innen im Haus und nicht außen, wie es das du erst haben wolltest. Was schon mit außen? Ja, ich hätte halt Dach günstig. Ja, das ist aber nicht günstig, wenn es da drei Strutte in diesem Dinger braucht. Ja, und vor allem, wie sieht dann das Haus aus, ne? Ich muss dann in den Wohnstoff. Kabel, was ich verlegt habe, ihr gleich zurück auf WhatsApp. Das ist nicht ästhetisch verlegt, da fehlt der Kabelschacht. Seit der Kabelschacht kostet mir 15 Euro. Das ist die deutsche Gründlichkeit. Das kann man auch nicht anschauen, Stefan. Wir sind doch nicht in Thailand. Ja, stochern wir nicht in dieser Runde. Ja, erzählt mal weiter. Vielleicht kommt noch irgendwer. Wir warten jetzt eine halbe Stunde, kommt der Rauffangkehrer, als der Kaminkehrer. Ja. Also mir fällt eigentlich jetzt da nichts Besonderes mehr ein, ja. Warst jetzt schon mal im Ausland? Ja, Österreich. Nein, Zigaretten. Österreich ist für mich Ausland. Nein, Zigaretten kaufen und so. Ja, Slowenien, da fahre ich immer nach Murek über die Grenze und kaufe Zigaretten. Ja. Aber zurzeit werden die Grenzen sehr kontrolliert zwischen Slowenien und Österreich. Dass nicht so viele Ausländer nach Österreich kommen, lass es dich überhaupt mal rein.
Ja, ich habe ja meine Meldebestätigung. Wie schaut es jetzt aus, wenn dein Pass abläuft? Weil du bist ja jetzt in Deutschland auch nicht mehr gemeldet. Du hast dich ja auch gemeldet. Das heißt, wenn mein Personalausweis oder ich einen Reisepass brauche, wo ich ja keinen habe, keinen Reisepass, müsste ich in Österreich zur Botschaft. Zur deutschen Botschaft, und die stellt mir dann ein neues Dokument aus. Aber Botschaft ist ganz so gefährliche Sache. Ich erinnere mich noch da an einen, der was dann in der Botschaft reingegangen ist. Aber dich bringt mir auch schlecht in den Koffer. Auf jeden Fall müsste ich dann zur deutschen Botschaft gehen. Die österreichische Staatsbürgerschaft kann ich nach 10 Jahren beantragen. Komischerweise ist das genau dieselbe Länge, nachdem man ja auch die Rente kriegt, die Grundrente. Genau. Das sind auch 10 Jahre, und nach 10 Jahren kannst du die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Wenn ich jetzt heiraten sollte, könnte ich sie nach 2 Jahren annehmen. Wenn ich jetzt Österreicherin heiraten würde. Also plus Österreicherinnen melden. Ja, genau. Ich bin 44 und noch zu haben, wenn er mich wollt. Ja, aber ich denke, dir ist es egal, ob du jetzt aus Österreich oder aus Deutschland kommst. Das ist mir eigentlich wurscht. Ach, da bist du. Hauptsache Arbeit muss ich können. Ja, super. Es gibt nichts zu essen, es gibt nur Arbeit. Ja, das war mir schon klar. Ja. Wie beim Herbert. Ja. Nichts zu fressen. Nichts zu fressen. Wir haben das wird ein süß waren. Ja. Nichts zu fressen, nur Arbeit. Und keine. Hat schon lange keiner mehr gestellt oder angerufen. Es ist ja wirklich schlecht, ein Interview zu machen. Wenn ich mal daheim bin. Ja. Weil wir müssen jetzt auch noch imkern. Also imkern steht heute an und Därme steht noch. Ja, an, ja. Das ist wichtig. Und jetzt warten wir noch auf den Schornsteinkehrer. Ja, der ist halt eigentlich eine halbe Stunde auf. Rauchfangkehrer. Rauchfangkehrer. Schornsteinfeger. Ja, bei Steilsten Rauchfangkehrer. Schornsteinfeger heißt es bei uns. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts mehr weiter. Aber wie gesagt, schreibt doch mal die Fragen dann rein. Dann werden wir die bestimmt noch beantworten, irgendwie, irgendwann. Wir könnten dann noch ein Gespräch in Österreich führen im April. Genau, wenn wir dann die Arbeit angefangen haben, dann wirst du auch Videos machen. Oder beenden. Oder beenden, genau, wenn die Firma da ist. Mhm. Die ganzen Arbeiten von Anfang bis Ende ist aufstemmen. Wie wir das dann aufstemmen, die Öfen abschließen, wie es vorher ausgeschaut hat und wie es danach ausschaut. Mhm. Na? Weil länger wie am Tag anderthalb man die nicht brauchen, um das so reinzufriemeln und die Anschlüsse zu machen. Stefan, wir könnten uns das selbstständig machen. Für 2 Tage Arbeit 5.000 Euro. Ja, aber du hast nicht das Werkzeug dazu und du hast dieses Know-how, was die haben da. Dann machen wir 3 Tage. Vor allem, du also hast nicht die Öfen. Zulassung, dass das abgenommen wird. Ach ja, das stimmt ja wieder, weil ich wollte das schwarz machen. Ja. Jetzt kommt ja das wieder. Ich wollte das schwarz mitmachen und ich sage, Stefan, schwarz ist günstig. Aber es geht ja da nicht. Weil, das war ja so, wie war das jetzt? Der Rauchfangkehrer hat jetzt das Ding abgedichtet. Nein, abgenommen und festgestellt, dass es nicht mehr betriebsfähig ist. Ja. Und dann schickt er das ja an die, soweit ich es verstanden habe, an die Gemeinde. Einen hat er gekriegt, einen hat die Gemeinde gekriegt. Nein, du hast den gekriegt. Und dann die Gemeinde. Und dann musst du eine Firma beauftragen, die Firma kommt vorbei, macht den Kostenvoranschlag. Ist geschehen. Dann erteilst du den Auftrag, dann macht er eine Zeichnung, hast du gesagt, und schickt die zum Kaminkehrer. Nein, dann baut er das Zeug ein und wenn er dann... Ich habe gemeint, du musst erst das beim Kaminkehrer beantragen. Das haben wir ja gemacht. Ja, aber das haben wir ja den Auftrag gemacht und er schickt jetzt das, den Auftrag, um den Kopie zum Rauchfangkehrer. Richtig, der schickt das dann zum Rauchfangkehrer. Das kommt jetzt zum Rauchfangkehrer auch. Richtig. Und wenn der dann mit dem Sanieren fertig ist, genau, dann weil da steht das Zeug drauf, was er einbaut, genau. Na, dann kommt der Rauchfangkehrer, dann sagt jetzt die Firma, ich bin jetzt fertig mit dem Sanieren, na, ist wieder betriebsbereit und dann kommt der Rauchfangkehrer und nimmt das Ganze dann ab von der Firma. Genau, und das kannst du nicht schwarz machen. Nein. Ja, also aber wenn du sagst, du hast die schwarz gemacht, dann sagt der Rauchfangkehrer, das kann ich nicht abnehmen. Genau. Also das könnt ihr vergessen da unten. Super. Die Kameraeinstellung ist ein bisschen weit unten. Aber egal, wird schön haben. Ich habe es nicht verstellt. Ja, fällt mir jetzt gerade so auf, aber wir machen jetzt das Ganze nicht noch einmal. Nein. Nein, machen wir nicht, das muss jetzt so passen. Ja, also gut, wie gesagt, bei Fragen unten reinstellen. Und wir haben jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde einen schönen Text gemacht. Ja, kannst du viel rausschneiden? Viel? Ich schneide nichts raus. Das wird einfach so zusammengestückelt und fertig und reingesetzt. Da brauche ich nicht so viel Arbeit.
Wir haben ja gerade gesagt, das ist in Ordnung. Ja, da müsst ihr halt durch. Hier wird hier nichts geschnitten. Ja. Wir sind auch nicht beschnitten. Und das nächste Mal melden wir uns dann praktisch aus der Steiermark. Stimmt. Dann machen wir das Ganze nochmal in der Küche für dir. Genau. Und dann schauen wir mal. Mit Flagge. Und jetzt war nicht so klar. Mit Flagge. Ah. Halt eine Flagge ins Bild. Ja. Also, dann sagen wir an der Stelle danke, dass ihr bis zum Schluss dranbleiben seid. Ihr habt ja schon sehr viele Fragen gestellt und wann kommt jetzt endlich das? Du hast mir übrigens auch bei Frage und Antwort reingeschrieben, wann ich deinen Film jetzt endlich hochlade. Ja, genau, ja. Ich habe dir nicht geantwortet. Ich habe gesagt, ich ignoriere das jetzt. Ja, habe ich auch mal geschrieben. Ich habe da keinen. Das erste Mal, dass ich mich beschwert habe bei ihm. Ja. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal wieder beim nächsten Film. Bis dann, bleibt dran, Daumen hoch nicht vergessen und schau die Werbung komplett an. Ne? Weil Spendenbutton haben wir ja noch gar nicht. Nee. Ne? Also, Servus. Ich bräuchte das Spendenkonto. Servus. Servus.